Ich mache alles für Klicks. Ich verkaufe meine Seele, ich verkaufe meinen Körper und ich verkaufe meinen Chat. Dieser schöne Chat, ich hasse den nämlich. Ich verkaufe ihn nämlich für 10 Euro. Angebote gerne bei Insta. Wir reagieren auf Tonveränder. Der hat ein Video gemacht, dumme Streamerin ertränkt fast Frau für Klicks. Das würde ich tatsächlich nicht machen, denke ich. Aber anscheinend übernehmen das andere Leute. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und folgt mir gerne auf Twitch. Zweiter Link in der Beschreibung. Oh! Ich habe schon ein paar Videos für mir Kickstreamer thematisiert. Ne? Und wir hatten auch diverse Streamer schon. Wir hatten eine Streamerin, die Fußgänger überfährt. Wir hatten einen Streamer, der gemeinsam mit seiner Mutter irgendeinen Scam, Crypto, Coin, keine Ahnung was promotet. Wir haben sehr viele nackte Haut und Streamerinnen gesehen, die auf ihrem Deswegen ist Tonverändert mein Lieblingskanal, wegen der nackten Haut. Arsch Fortnite Stream. Und jetzt haben wir eine Kauft uns bitte hier raus, YouTube? Wie bitte? Streamerin, die fast eine obdachlose Frau umgebracht hat. In einem Stream. Ja, ja, shit, Bro, was kommt als nächstes, Digga? Lass keine Ahnung, Digga, auf Nashörnern reiten oder so. Und die noch vom Zoo klauen. Die Streamerin Natalie Reynolds ist Wir schauen mal. Das ist eine Streamerin, die ist wirklich ziemlich eigen. Das ist so eine Main-Character-Streamerin. Also alle anderen Leute sind ihr scheißegal. Sie ist der Main-Character und alle anderen Leute werden so als, keine Ahnung, Requisiten so viel. Ton verändert, ging die Musik noch ein bisschen lauter. Das wär toll. Streams und Videos benutzt so. Also wenn du halt so dabei bist, dann bist du entweder gedemütigt, ausgelacht, im Chat fertig gemacht oder so. Willkommen in ihrem Stream. Und genauso auch diese Frau hier. You should jump in the water to find it for me. Well, why don't you jump in with me? I'll give you 20 bucks. 20 bucks? Yeah, that's a good deal. I'll jump in out. Okay, sie gibt dir 20 Dollar, wenn sie in den Fluss oder in den See springt. Gut, erstmal bisschen scheiße, wenn sie auf die 20 Dollar angewiesen ist, aber naja. Ich habe keine Ahnung, wo genau das ist, ja, aber diese Frau ist laut mehreren Twitter-Posts und mehreren Twitter-Diskussionen eine Obdachlose. Und diese Ja, Obdachlose wurde super. über 20 Minuten lang therapiert und über 20 Minuten lang überredet, in diesen komischen, versüfften Tümpel da reinzuspringen. Digga, guck dir das mal an, wie versüfft ist das hier links? Das ist das ganz normaler Fluss. Bro, so sieht der Main und der Rhein auch aus. Bitte. Bah, da schwimmt noch, keine Ahnung, Windel oder so rum. Naja, und wie gesagt, nachdem sie eben therapiert wurde, da reinzuspringen, hat sich tatsächlich herausgestellt, dass es da illegal ist, reinzuspringen. Okay. Ready? Ja, ready? Oh! Wait, what the fuck? Did you see her ass? What? Oh, I. You said it was okay. You said you wanted to swim. Wie asozial, hä? Sie sagt einfach, also die Streamerin sagt einfach, du wolltest ja schwimmen. Wie asozial. Danke, Freddy. I didn't tell you to jump in. Hä? Wie asozial? What the fuck? Das ist auch null cool. Die ist da einfach reingesprungen, ja, weil sie überredet wurde, für 20 Bucks da reinzuspringen. Ja, dann kommen irgendwelche Leute, die da wahrscheinlich arbeiten oder sowas oder irgendwie irgendwas, ich kenne die nicht, und sagen, dass es illegal ist, da reinzuspringen. Was weiß ich, vielleicht ist das Ding so dreckig verschmutzt oder keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach so gefährlich, ne? Dass es Strömung lebensgefährlich oder ist, würde so. mich da wirklich nicht wundern. Und das Erste, was sie macht, ist es einfach komplett abzustreiten und sagen so, nein, die wollte selber schwimmen. Ja, Mann, die wollte selber schwimmen, oder? Vielleicht willst du hinterher schwimmen. Wait, who is that? Und anstatt, dass die jetzt ihr so helfen, wieder rauszukommen, gehen die einfach. Die gehen, Bruder. Das ist so asozial. Also, mir fehlen da wirklich die Worte. Wie kann man so wie kann man so unmenschlich sein, ne? Dann hilf ihr doch wenigstens wieder raus und sag, ja, sorry, war lustig, haha. Ja, die fetzen einfach ab, ne? Die Leute, die gekommen sind, ach, die kümmern sich schon um die. Ja, gar kein Problem, ne? Macht ruhig. Ich habe gerade übel die Scheiße abgezogen, Digga, war illegal da reinzuspringen, aber hey, ja. Und das Traurigste an dieser ganzen Situation ist, dass diese Frau, die da reingesprungen ist, die kann gar nicht schwimmen. Also keine Ahnung, verstehe mich jetzt nicht falsch, ne? Aber wenn ich weiß, ich kann nicht schwimmen, dann mache ich sowas nicht. Aber ich werde ja auch nicht von der Streamerin 20 Minuten lang therapiert, dass ich da reinspringen soll, weil es ja lustig für die Zuschauer ist. Die ganzen Zuschauer, das seht ihr auch später im Chat, Digga, die sagen, was geht ab, what the fuck. Aber hey, ja, Klicks Content, ne? Cool. I can't swim! I can only float! Oh, she might literally die. Da ist jetzt eine Frau, die ist reingegangen. Warte, hat sie das gesagt, als sie immer noch im Wasser war, oder was?
Sprung, die kann nicht schwimmen, Alter. Die kann nur auf der Wasseroberfläche chillen, ja? Und die erste Reaktion, die von ihr kommt und ihrem coolen Team ist... No, stop, seriously, don't stop, please, you're actually freaking me out. No, please. Die lachen die einfach aus und wer... Was? Wie fernab von irgendwelcher Realität lebt die bitte? Die stirbt da einfach, hat wahrscheinlich Todesangst, dass sie untergeht, kann nicht schwimmen und die, ja. Ist er eigentlich der? Also wirklich, kick andere Welt, ne? Ich hoffe, ich werde niemals von Twitch gebannt, dass ich auf diese Müllplattform wechseln muss. Digga, der sieht aus wie Mickey Mouse auf, keine Ahnung, Digga, 30 Cheeseburgern. Der sieht aus wie der größte NPC, Digga. Der darf überhaupt gar nichts sagen. Er kommt da so, Junge, mit so einem Würfelhemd, Digga, und Mickey Mouse Ohren. Er lacht. Er lacht. Der Typ könnte genau in derselben Situation Very sein, als ob der schwimmen kann. Entschuldigung. Nichts gegen dicke Menschen. Dass der lacht, Digga, triggert mich. Und anstatt einfach dahin zu gehen, ja, und ihr zu helfen, weil du warst doch die Person, die gesagt hat, spring da rein, ja, 20 Bucks, ja, jump in, I will jump, auch und so. Ist nicht gejumpt, hat sie einfach verpisst, Digga. Und anstatt ihr zu helfen, chillen die da einfach an diesem Ufer, Digga, und lachen die aus. Ah, du kannst nicht schwimmen, was? Voll Opfer und so. Bro, what the fuck, Digga, was geht ab, Junge? Ach stimmt, und die filmen die ja noch, Digga, wie die da halb ertrinkt. She says she's drowning. Oh, this is bad. Der ganze Chat, oh mein... Also wirklich, ganz kurz, ne? Digga, wie die da halb ertrinkt. She says she's drowning. Oh, this... Ist sie immer noch im Wasser? Ich kann das nicht erkennen, ist sie immer noch im Wasser oder ist sie ertrinkt. Oben? She says she's drowning. Oh. Oh. This is bad. Okay, man sieht's nicht. Der ganze Chat, oh mein Gott, she's showing, help her, killed her, GG? Bro, wir sind hier nicht bei Fortnite, Digga. Oh! Bro, die gehen einfach, die lassen diese Frau da einfach links liegen, die gehen einfach. Versteht mich wirklich nicht falsch, ich habe damals auch, als ich klein war, sehr viel Scheiße gemacht. Auch mit Kollegen, ne, wir sind so über Flüsse und über Becher und so, über Becher. Ja, wahrscheinlich kann man über ganze Becher springen. Also nicht Becher wie Becher, sondern Becher wie Bach. Auf jeden Fall sind wir über Flüsse gesprungen und einmal hat es einen Kollegen von mir richtig erwischt und der ist Vollgas rein und dieser Fluss hatte so eine leichte Strömung und man sieht so, wow, 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 ey. Ich bin mal in den Koi-Teich vom Frankfurter Palmengarten gefallen. Das war so unangenehm. Alle haben mich ausgelacht. Hey, wohin gehst du? Den hat's auf jeden Fall weggetrieben. Und was wir gemacht haben, ist natürlich nicht gelacht und uns verpisst. Wir haben ihm geholfen. Und es war ein Kollege. Und egal bei wem, Digga, ich komme darauf nicht klar. Ja, auch wenn es ein fremder Mensch gewesen wäre, man hilft ihm einfach. Vor allem, wenn man selber noch dafür verantwortlich war, dass die Person da reingesprungen ist. Die gehen, Bruder. Die finden es lustig. Die gehen einfach. She's drowning. She says she's drowning. I think you literally just murdered the lady. No, I didn't. I swear. Sie sagt, Digga, sie macht da wirklich einen Spaß draus, sie macht da Content draus. No, I didn't, haha, I swear. Auch, dass die Frau die ganze Zeit schreit, dass sie ertrinkt, ja, und anstatt einfach hinzugehen, Bruder, die rennt weg und findet es noch lustig. So, und der Typ sagt auch so, keine Ahnung, ich hab's jetzt nicht richtig verstanden, was er gesagt hat. I think you literally just murdered the lady. Mit so einem breiten Ja, man hat gesagt, ich denke, du hast die Frau gerade einfach gemurdert. Grinsen in der Fresse. Wirklich mal Real Talk. Was wäre jetzt eigentlich passiert, wenn die gestorben wäre? Wow, guter Content, Digga. Yo, was geht, Mann? Heute bringen wir random Leute einfach um. Boah, nee, coole Streamerin, Digga, ja? No, I did it. Let's go. She's drowning in the lake. Einfach dieser Satz. Okay, let's go. Sie ertrinkt gerade im See. Ja, versuchter Mord. Unterlassene Hilfeleistung. Ey, und diese Streamerin ist eigentlich auch dafür bekannt, ziemlich viel... Nein, ist kein versuchter Mord, aber trotzdem. ...kontroverse Scheiße zu machen. Also auch ziemlich viel Fake-Bullshit. Sie hat auch irgendwie so eine Kidnapping-Story gefaked und so. Unterlassene Hilfeleistung aber. Richtig komisches Zeug, einfach für Cloud, einfach für Promo, ja? Damit viele Leute sich darüber abfacken, was sie macht und im Endeffekt, wow, das war so ein Prank. So wie Apo Red und sein komischer Insolvenz-Prank. Nur, dass sie halt nochmal eine Schippe drauflegt. Und viele dachten, okay, das ist wieder irgend so ein Promo-Move, ne? Das ist irgendeine Kollegin von ihr oder keine Ahnung und das ist alles gestaged und es ist gar nicht true und sie kann schwimmen und so weiter und so fort. Aber dann gab es noch diese Szene hier. God, there's a fire truck. Nah, this is bad. Natalie.
Wait, this is really bad. Wirklich, mal abgesehen davon, ich hätte den Stream schon längst ausgeschaltet, Digga. Die streamt einfach weiter. Und alle in den Chat, GG. Ja, Mann, GG, Digga. Da ertrinkt. Das ist das, was ich vorhin angesprochen hatte, die auf YouTube, ihr Freunde, ihr könnt das jetzt nicht ganz mit erleben, mit verstehen, deswegen solltet ihr auf Twitch vorbeischauen. Aber das ist genau das so. Die Leute sind so fernab der Realität, die sind, weißt du, so viele sind so digital geworden, so ultra lost. Es hat einen so einfach die Realität geklaut, dass das für die Leute normal ist. Die machen alles für Klicks und Cloud und Reichweite und dieses Gefühl, dass man was Krasses an Content gemacht hat. Die gehen da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen und das wäre früher, glaube ich, nicht so der Fall gewesen. Gerade jemand GG. Und es gab dann wirklich Berichte von der örtlichen Feuerwehr, die auch geschrieben haben, dass sie eine Frau vom Ertrinken aus dem See gerettet haben. Also es war nicht fake. Es war einfach alles real. Es war nicht gestaged. Es war wirklich eine Situation, ja, von einer Streamerin, die einfach eine homeless woman genommen hat, ihr gesagt hat, spring da rein. Sie wäre fast ertrunken und ihr ganzes Team hat sich einfach verpisst. Ich meine, da sind 1, 2, 3... Alter, ich weiß, das war wahrscheinlich USA, ne? Na gut. Ob es da jemanden juckt, aber ich hoffe, da wird noch was gemacht. 3, 4, 5 Leute, ne? Die sitzen zu fünft in diesem Wagen, da sind 5 Leute. Die hätten zu fünft diese Frau mehr als retten können. Na, die sind einfach gegangen, Digga. Also ich frage mich wirklich, wie man auf sowas kommt. Auch Influencer, wirklich Influencer, ne? Die Feuerwehrmänner retten Leute, ja? Auch Müllmänner, die holen den Müll ab. Das sind einfach so Jobs, ohne die könnten wir nicht leben. Influencer bringen nichts in die Gesellschaft ein, außer halt so Videos. Was geht? Und machen den anderen Leuten nur noch mehr Arbeit. Die machen einfach so eine Scheiße, dass Feuerwehr anrücken muss und eine Frau aus dem See holen muss. Ja, ich habe wirklich echt keine Wörter für so einen Scheiß. Seitdem ich mir nicht mehr diese deutsche TikTok-Influencer-Szene den ganzen Tag angucke und mir sowas hier gebe, frage ich mich wirklich jeden Tag, was als nächstes kommt. Ja, dagegen ist die deutsche Influencer-Szene wirklich der Traum, ja, der Himmel. Naja, Leute, passt auf euch auf und wenn das nächste Mal ein Streamer zu euch kommt und sagt, ich gebe euch $20, um in diesen versüfften Tümpel reinzuspringen, dann solltet ihr es auch machen, aber nur wenn ihr schwimmen könnt. Wisst ihr, was ihr zu tun habt? Okay, ciao. Ja, tatsächlich gutes Video. Ich frage mich immer, wie er auf sowas stößt. Ich glaube, er klaut einfach so, also klaut oder nimmt halt übernimmt die Ideen von so Ami-Influencern. Das ist wirklich ehrenlos. Und so ein Mensch hat einfach nichts verdient, außer Spucke in ihr Gesicht. Gibt auf jeden Fall ein Like. Ich guck mal hier die Kommentare durch. Okay. Ja, doch, war ein gutes Video. Es ist immer wieder erschreckend, sowas zu sehen. So Abgründe auf anderen Social Media Plattformen, mit denen ich mich am liebsten gar nicht weiter beschäftigen werde. Arslan Cassini schreibt 223 StGB Körperverletzung. Ja, gut, wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. 221 Aussetzung, kein Plan. 323c Unterlassen Hilfeleistung, das auf jeden Fall. 240 Nötigung. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Wieso streamst du eigentlich immer so spät? Weil ich heute arbeiten war und dann noch im Gym war und mir Essen holen musste und duschen musste. Freunde, ihr seid ja auch immer noch da, liebe YouTube-Menschen. Lasst gerne ein Abo und Like da, das würde mich ultra freuen. Schaut bei Tonfernern vorbei. Bis zum nächsten Mal. Träumt was Schönes und tschüss.